So, lieber Blome, heute haben Sie hier echt einen ganz, ganz schlechten Stand bei dem Thema Politik-K.O. Sind die Märkte einfach stärker? Die Frage beantwortet sich von selbst. Natürlich sind die Märkte ganz offensichtlich stärker, denn sie führen die Staaten und die Gesellschaften, die Parlamente, die Wähler, alle am Gängelband. Ja? Früher hat man kleine Kinder in solche Korsette geschnürt und hat sie dann so, damit sie sich richtig bewegen. Das ist das, was die Märkte heute mit uns machen und was die Politiker sie machen lassen. Es wird jetzt der nächste Bankenrettungsfonds sozusagen ist jetzt gerade in Planung. Den einen haben wir durchgewunken, das hat nur ganz kurz gedauert. Aber daran sehen Sie doch schon, wer das Gängelband eigentlich in der Hand hat und wer nicht. Die Banken kommen jetzt, die Finanzwirtschaft kommt und muss beim Staat die eigene Rettung beantragen. Wer ist dann von den beiden gemeinhin der Stärkere? Derjenige, der sagt, ich muss mich retten lassen? Die Banken, oder weil sie sagen, too big to fail. Die lehnen sich einfach zurück und sagen, wir sind so groß und so wichtig, ihr müsst uns retten, ob ihr wollt oder nicht. Und das ist die Perversion des Systems. Und jetzt mache ich was, was ich wirklich ungern mache. Da muss ich sagen, da hat Sarah Wagenknecht wirklich recht, wenn sie sagt, dass diese, sie redet jetzt überhaupt nur noch von der Finanzmafia. Und inzwischen habe ich das Gefühl, ja, das stimmt leider. Nein. Sarah Wagenknecht, also Sie tragen die Haare wie sie, das mag noch eine Parallele sein. Genau. Aber jetzt aber mal im Ernst, die Finanzmärkte haben eine Menge Spaß gehabt bei der Party, die Banken auch, haben eine Menge Geld verdient und dann haben sie sich ein bisschen verzockt. So, und jetzt müssen sie ein weiteres Mal gerettet werden, aber dieses Mal wird der Preis ein bisschen höher sein. Und das rückt auch wieder gerade zwischen Politik und Märkten oder meinetwegen Banken, wenn man es so verengen will, das rückt ein bisschen gerade, wer Koch und wer Kellner ist. Natürlich muss das System von Finanzwirtschaft und Banken im Land gerettet werden, denn da stecken auch noch kleine Leute ihr Geld rein. Da ist Spargeld drin, das brauchen sie als Versorgung für die ganzen Arbeitsplätze, für die Firmen und so weiter. Also das ist nichts, was sie einfach so zur Disposition stellen können, weil, wie Sarah Wagenknecht sagt, das ist irgendwie alles nicht so wichtig. Wir machen das mit einer großen Staatsbank, Klammer auf, wie in der DDR. Hat super geklappt, meine ich mich zu erinnern. Nein, in diesem Fall rückt sich nochmal das Primat klar. In diesem Fall wird sich zeigen, die Politik, so träge sie ist und so oft sie ihre Beschlüsse kippen muss, weil es eben so langsam geht und dann muss auch noch auf den letzten Herrn aus der FDP-Hinterbank Acht gegeben werden, damit irgendwie das Stimmverhalten stimmt und richtig geht und die eigene Mehrheit da ist. Das ist alles ungeheuer kompliziert, weiß ich. Mich fasziniert es nach wie vor, dieser Prozess von Politik, von Mehrheitsfindung und Konsensbildung und so weiter. Das ist träge, aber wer träge ist, macht auch nicht so schnell Fehler. Und in diesem Fall am Ende wird jetzt die Politik den Flock einrammen und sagen, jetzt wird nach unseren Regeln wieder gespielt und ihr benehmt euch und ihr kommt zurück in eine dienende Rolle. Und wenn Sie eins noch, einen allerletzten, wenn Sie mal vergleichen, was Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank, vor anderthalb Jahren über die Politik gesagt hat und über seine eigene Rolle, die Rolle der Banken. Ja. Das war platzend bis zum Selbstbewusstsein, obwohl die gerade beinahe weggeschmolzen werden. Nee. Jetzt spricht er von der dienenden Rolle der Banken. Dieses Soul-Searching irgendwie von so einem testosterongeschwängerten Megabanker interessiert mich in diesem Fall gar nicht. Sonst immer gerne psychologische Analysen, immer gern dabei. In dem Fall nicht, weil ehrlich gesagt irgendwie, es kommt einem ja doch so ein bisschen auch so die Wut. Ich meine, Sie reden von der Trägheit des politischen Systems. Ich würde eher sagen, es ist die Feigheit des politischen Systems, sich mit denen anzulegen. Denn was wir brauchen, und ich glaube, dass das die Leute, sozusagen die Wähler inzwischen viel, viel besser begriffen haben, als die Politiker es gerne hätten. Was wir brauchen, ist doch im Grunde ein Neustart dieses Systems. Diese Finanzmärkte müssen abgekoppelt werden von den öffentlichen Finanzen. Das müsste doch unser Ziel sein. Deshalb ist doch diese Idee mit der öffentlichen Bank, nur damit das ganz kurz auch jeder versteht, die Idee ist ja, eine öffentliche Bank zu schaffen, bei der sich dann die Staaten zu günstigen Zinssätzen finanzieren. Wir hatten das schon mal. Und zwar noch nicht einmal in der DDR. Jetzt kommen wir noch einen Schritt näher an uns selber ran, da wir ja nun beide aus Westdeutschland stammen. Wir hatten das schon mal. Die Landesbanken, das waren die öffentlichen Banken, die nur für den Staat, in diesem Fall also die Länder, das Geschäft gemacht haben. Wo sind jetzt die öffentlichen Landesbanken? Die sind Landesbanken, platt, weil sie sich verzockt haben, weil sie noch weniger Kontrolle hatten. Die Sparkassen und haben das Problem nicht, oder? Nein, das stimmt nicht. Das stimmt natürlich. Die Sparkassen haben diese Art von Problem nicht. Aber die sind auch nicht von irgendwelcher großen Politik abhängig, sondern die kommen aus den Kommunen und da ist offensichtlich die Kontrolle wesentlich besser funktioniert. Die großen Landesbanken sind kaputt gegangen an ihrer eigenen Hybris. Und wenn sie einer staatlichen Bank eine zentrale Rolle zuschieben, wie die Landesbanken sie hatten, dann sterben die an ihrer eigenen Hybris. Das produziert Hybris. Ja, die Hybris kam sozusagen, weil die dann angefangen haben, in diesem privaten Finanzsektor mitspielen zu wollen. Und das hat natürlich nicht hingehauen. Wer hat sie nicht daran gehindert? Ich mache jetzt aber noch was sozusagen. Ich mache noch was Absurdes. Ich bringe noch ein Sarah Wagenknecht-Zitat, weil ich habe die tatsächlich jetzt alle gerade auswendig gelernt, weil ich nämlich das erste Mal irgendwie gedacht habe, sie hatten auch wenn ich es nicht möchte, mit Gesine Lötsch versprochen, auch wenn ich das gar nicht unbedingt möchte, muss ich sagen, ich finde die Logik sozusagen, die Linkspartei im Moment vorträgt, die
klarste. Es ist die klarste Analyse, weil sie sagt, die Schulden der Staaten sind die Vermögen der Reichen. Dieser Satz ist ganz einfach und unheimlich wahr. Denn in dem Maß, in dem in den letzten Jahren die Schulden der Staaten gewachsen sind, sind auch die Vermögen der Reichen gewachsen, Herr Blumer. Ja, und gleichzeitig ist die Zahl der Kühlschränke gestiegen. Da können Sie auch sagen, die Schulden des Staates sind die Kühlschränke der Menschen. Es gibt mal eine ganz, ganz tolle Statistik, wie der Umstand von Zweitwagen in Dänemark mit der dortigen Geburtenrate korreliert. Also zusammen. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Die Schulden des Staates sind nicht der Reichtum von Einzelnen, sondern das sind die Sozialleistungen von vielen. Das Schlimme ist, dass der Staat sich mit Pensionen, mit Sozialleistungen, mit anderen Ausgaben, die es nicht wert waren, die nichts gebracht haben, leider auch so komplett überhoben hat, dass er jetzt an den Zinsen krepiert. Weil die Steuern so niedrig sind. Weil die Steuern jetzt so niedrig sind wie noch nie, weil wir gleichzeitig die Steuern gesenkt haben. Sie müssen, gucken Sie doch mal auf Ihren eigenen Lohnzettel, wenn Sie einen haben. Die Steuersätze sind vielleicht gesunken, aber die Steuereinnahmen sind gestiegen. Sie sind so hoch wie nie. Der Staat hat so viel Geld wie nie zuvor. Und das hat nicht nur mit der Inflation zu tun, die nämlich vergleichsweise niedrig ist. Nein, so funktioniert es nicht. Sie müssen das System als Bankensystem, als Finanzsystem bewahren, aber den Regeln unterwerfen zu denen, die mal gespielt haben. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Sie als Linker, ganz ehrlich gesagt, so eine Demutshaltung vor den Märkten haben. Erinnern Sie sich doch an die SPD, wie ist die gegründet worden? Gegen vermeintlich übermächtiges Kapital, übermächtige Politiker. Wie ist die, Politik seit den 70er Jahren immer weiter zurückgezogen hat von diesem Konflikt und immer weiter gesagt hat, wir sind für Privatisierung, wir sind für Rückzug des Staates. Und weil diese Logik der Finanzmärkte, maximale Effizienz und minimale politische Kontrolle, das gesamte Denken überwölbt hat. Und wir sehen jetzt, wohin das führt. Wir sehen, dass diese Form von Kapitalismus, nochmal Rückgriff ins alte Vokabular, dass diese Form von Kapitalismus mit Demokratie gar nicht vereinbar ist. Deshalb haben wir doch jetzt im Bundestag einen Ausschuss, der sozusagen wie so eine Art kleines Geheimgremium ist, der dann im Zweifelsfall unter Ausschaltung der Öffentlichkeit, unter Ausschaltung des Parlaments darüber entscheidet, Argumentation, Himmel. Könnten Sie auch sagen, eine Demokratie darf keine Geheimdienste haben, weil die werden überwacht. Ja, da sehen Sie ja, wo das hinführt mit den Geheimdiensten jetzt gerade, mit diesem Bundestrojaner. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein super Beispiel. Danke. Ja, aber es führt auch noch zu ein paar anderen Sachen, wie zum Beispiel China. Ja, das ist doch Quatsch. Das ist doch echt Unfug. Also, es gibt ein kleines Gremium im Bundestag, das überwacht offenkundig auch sehr effizient die Geheimdienste. Insofern gibt es auch ein kleines Gremium, das überwacht übrigens die ganz kleine Auszahlung von vergleichsweise geringen Beträgen. Die großen Entscheidungen gehen natürlich durchs Parlament und das Parlament wird sich durchsetzen. So lahmarschig, ist es manchmal auch agiert. Sie sind ja ein echter Optimist, nicht? Ja, also ich bin ein Optimist, der offensichtlich sind Sie ein Pessimist. Das ist jetzt zum Weinen. Ich sehe einfach nur sozusagen, was passiert ist in den letzten 3 Jahren. Aber was wir hier viel zu selten machen, ist, wir sollten mal einen drauf trinken. Ja, weil ich habe nämlich nicht sowas. Das stellen Sie mal gleich wieder hin. Ich habe was Besseres mitgebracht. Und zwar, ich komme jetzt ganz langsam hoch. Sieht aber auch aus wie Wasser. Es war ja Buchmesse die ganze Woche, Frankfurt, Buchmesse, Gastland, Island. In Island trinkt man Brennivin. Das Zeug haut richtig rein. Klingt wie Renny räumt den Magen auf. Das gibt Ihnen könnte ich ein wenig den Rest. Mir nicht, weil ich schon geprobt habe. Das hat man am Vortrag gemerkt auch schon, dass Sie geprobt haben mit René Wien. Vielleicht können Sie das nächste Mal Merkel mitbringen, wenn Sie da einen Prost nehmen. Und jetzt aber ernsthaft hier. Ne? Prost. Jetzt aber runter mit der Pfütze. Aber runter, weg damit.